Ein Baby für Thomas Gottschalk, jetzt ist er zweifacher Opa. Familienzuwachs im Hause Gottschalk. Nachdem Thomas Gottschalk, 67, bereits 2010 sein erstes Enkelkind auf der Welt begrüßen durfte, folgt jetzt der zweite Streich. Sein ältester Sohn Roman und dessen Frau Melissa haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Die frohe Botschaft verkündete das Wetten das Gesicht auf sehr amüsante und moderne Art und Weise auf Twitter. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage, ich bin gerade Opa geworden, schrieb der Entertainer auf dem Kurznachrichtendienst. Sein zweites Enkelkind soll Sebastian heißen. Statt weiterer Details zu Größe und Gewicht postete der frischgebackene Großvater lieber ein Bild von seinem Sohn. Darauf hält dieser seinen Sohn in den Armen, versteckt ihn unter seiner Jacke und lächelt stolz in die Kamera. Den Schnappschuss teilte der 67-Jährige mit seinen knapp 91.000 Followern. Dabei entdeckte der Kumpel von Schmaster Günther Jauch, 61, das Netzwerk erst im vergangenen Jahr für sich. Bei Twitter bin ich der tüdelige Alte, aber die mögen mich da, erklärte. Vor kurzem wurde er für seine Bemühungen auf der Plattform sogar für einen Bloggerpreis nominiert.